Ich glaube, das ist die erste Anhörung, in der sich ein Parlamentsausschuss einen ernsthaften Überblick über Vorschläge zur Klimamanipulation verschafft. Hier geht es darum, wie wir den Planeten manipulieren. Es ist eine unangenehme Tatsache, aber es ist eine Tatsache, dass wir die technischen Möglichkeiten dazu haben. Also wir sehen, wie hier durch den Menschen menschgemachte Bewölkung erzeugt wird, die das Klima beeinflusst. Vorausgehende Forschungen haben gezeigt, dass wir rasch und relativ kostengünstig kleine Partikel in der Stratosphäre ausbringen könnten, um die Erde schnell abzukühlen. Es gibt Zeiten und Orte auf der Welt, wo Kondensstreifen kühlen. Wenn man gezielt dort fliegt, wo Kondensstreifen kühlen, kühlt man die Erde. Sie benutzen Flugzeuge, sie benutzen Aluminium und sie brauchen Barium. Und es ist an der Zeit, dass wir aufstehen und dieses Experiment stoppen. Sprüht die Regierung weltweit giftige Chemikalien in den Himmel, um die Klimaerwärmung aufzuhalten? Man sagt, dass die Regierung Chemikalien über unseren Köpfen ausbringt, um das Wetter und das Klima zu beeinflussen. Dies ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Verbrechen gegen die Menschheit. Wir haben Messungen auch vom Treibstoff selber gemacht. Unter anderem haben wir auch Aluminium und Barium gefunden. Ich würde sagen, dass es nicht gemacht wird. Ich kann es aber nicht beweisen. Everything we hold sacred is on the line here.